Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Wir haben im letzten Part, ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben den zweiten Orden geholt und kümmern uns jetzt hier um Route Schieß mich tot. Ja, ich bin total gut informiert hier, was ich hier tue, nicht? Chibimun, Saturn muss ja eigentlich echt mal, aber jetzt kommt da unten so ein Feuerheini. Na, ist egal. Hallo. Versuch dein Glück gegen mich, du bist nämlich ein Gambler. Right? Yes. Oh, und er setzt Wasser ein. Das ist gut. Oh, kein Gift. Ach so, ich wollte schon sagen, das ist schon, mein Gift hat keine Wirkung. Ich habe noch nicht zu der Animation gesagt, also lasse ich sie drin. Ne? Kampfanimation, bla, ihr wisst schon. Na toll. Wie kann das Vieh schlafen, wenn es die ganze Zeit angegriffen wird? Was hast du für einen Schlaf? Ich kriege hier ganz viele Nachrichten. Ja, das ist auch wieder so ein total unspektakulärer Kampf. So, aber ich hoffe sehr, das katapultiert unser Saturn auf 20. Nein, no, fuck you! Sepa kann keine Hypnose, aber er kann Rauchwolke. Ach ja, dann kannst mich mal hacken, Sepa. Ich mach dich jetzt so platt. Naja, oder auch nicht. Aber vielleicht bist du ja verwirrt danach. Das bringt ja nichts. Los. Zwei Punkte. Süß. Bam. Ah, endlich. Endlich. Ich bin jetzt sehr irritiert. Weil mir bla die Camtasia-Lautstärke-Regelung irgendwie keinen Ausschlag bei der Musik anzeigt. Naja, wenn wieder Musik fehlt, dann haben wir halt Pech. Diesmal schneide ich nichts rein. So, den haben wir besiegt. Also hat er noch was zu sagen? Das ganze Leben ist ein Glücksspiel. Nein, ist es nicht. Und das ist auch gut so. Die Musik ist eigentlich voll nervig und die macht die ganze Zeit coolere Musik irgendwie kaputt, aber. Ja, jetzt haben wir 4 Minuten damit verschwendet, gegen diesen Freak da zu kämpfen. Können wir die Oma über den Haufen fahren? Nein. Voll nett hier. Oma! Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Ja. Ach, du bist nur so ein Teenager. Okay. Oh, hier ist mein Mauszeiger. Der muss mal eben weg. Oh, das trifft sich gut. Tschüss.
Das war einfach. Hä, das ist gemein. Oh. Immerhin habe ich es versucht. Ich schäme mich nicht. Ja, ist schön. Ich würde mich aber schämen, wenn ich so erbärmlich verloren habe. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Noch so ein Teenager. Du hast gerade erst angefangen, dann schon Level 19? Das ist wie so diese Kinder, deren erstes Handy in der Grundschule schon voll das Touchscreen-Smartphone ist. Nicht so wie unser eins, die sich ihr Nokia 5310 noch selber kaufen mussten. Ja, wen nehme ich denn jetzt mal? Chibimun. Ah, Hyperzahn ist so geil. Mist, ich hasse schwache Pokémon. Deine war nicht schwach. Verhältnismäßig. Was willst du noch? Lass mich endlich allein. Ich muss jetzt eine Runde weinen. So, mal gucken. Wo steht denn hier noch jemand? Hallo? Ist hier? Da ist noch einer. Na, dann nehmen wir den jetzt mit. Wettkämpfe. Ich kann ihnen nicht widerstehen. Oh, das trifft sich gut. Das sollte Saturn jetzt noch eben schaffen. Nein! Ach, fuck. Wie oft habe ich jetzt schon fuck gesagt? Jetzt habe ich nochmal fuck. Aha, vergesst es. Erinnert mich jetzt gerade derbe an Macbeth. Warum kannst du keine Flugattacke, liebes Taubsi? Egal. Wenigstens sind bei dir Pflanzenattacken ziemlich nutzfrei. Nutzfrei? Nutzlos. Myrapla. Ja, was denn noch alles? Ja, nicht effektiv, da hast es mal. Na gut, ich glaube, Mirapla kann auch nichts anderes. So. Noch ein Level up. Immerhin hatte ich eine Chance. Naja. Das ist noch so einer. Nehmen wir den mit. Ja, ich speichere mal eben. Und dann nehmen wir den noch auf dem Weg zum Poké-Center zurück mit. Ich würde sagen, jetzt packen wir mal Uranus nach vorne. Uranus ist zwar vergiftet, aber Uranus wird es überleben, denke ich. Meine Pokémon müssten bereit sein. Müssten. Weißt du es nicht genau? Ja. Weiß nicht, hättet ihr es lieber, wenn ich die ganzen Kämpfe irgendwie skippe oder so, wenn ich das offscreen mache? Bisher hat aber keiner was gesagt. Dieses Let's Play wird übrigens ganz besonders wenig kommentiert. Ist mir aufgefallen. Ach nein, also deutlich weniger als die anderen. Also wenn Maron ein Pokémon wäre, würde sie, glaube ich, eher so aussehen.
Los, jetzt mach das Ding platt. Jetzt sofort. Ja, oh, das war schwach, hat er übrigens gesagt. Ich habe es jetzt einfach mal gelesen, ohne es vorzulesen. Nein, Taubsi, halte durch. Ah, geschafft. So, dann geht's weiter. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben jetzt bei 11 Minuten. 11 Minuten. Und ich denke mal, so 2 Kämpfe schaffen wir auf jeden Fall noch. Huch. Ah, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Huch. So, ist da. Oh, da ist noch jemand. Ist hier oben jemand? Ja. Ich habe noch nie gewonnen. Tja, da wird es auch bleiben. Zumindest, wenn du gegen mich kämpfst. Wobei Fukano ja jetzt. Fukano ja jetzt. Nein, das wollte ich gar nicht. Jetzt so ein bisschen Schlechtes gegen Smetbo. Egal, solange der jetzt keine Feuerattacken einsetzt. Biss geht ja. Verletzt sich selbst. Los. Nein, zu spät. Verloren. Nein, doch nicht. Okay. Ich dachte, wir würden wenigstens brennen oder so. Ja, möchte ich. Aber wen setze ich denn da ein? Schon wieder? Nee, jetzt muss Saturn mal eben bleiben. Und jetzt können wir Chibimon einsetzen. Pink Sugar Tooth Attack. Hihi. Feines Saturn. Und Saturn Superschall. Nein. Ja. Das habe ich kommen sehen. Ja, ich auch. Das war nichts als Glück. Purer Zufall. Ach ja. Laber nicht. Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Oh, das ist so ein Elektromann. Auch Mechaniker genannt. Okay, da ist Saturn jetzt natürlich auch voll verkehrt für. So. So geil, dass man irgend so ein kleines Strommännchen vergiften kann. Ich kann nicht mehr reden heute. Ich muss gleich noch schreiben. Ich hoffe, das klappt besser als das hier. Ja. Das ist natürlich ganz gut, dass die Elektro-Pokémon hier noch nicht Stahl mit drin haben. Dadurch sind die etwas empfänglicher für Normalattacken. So. Das war ein Stromschlag.
Schone die Umwelt und spare Energie. Ja, ich fahre Fahrrad. Reicht das? So, hier steht noch so ein Mannequin. Huch! Na, wer greift an? Ah, langweilig. Okay. Fluchtseil. Hier kommen wir nicht weiter. Jetzt sind hier noch zwei Leute. Hier ist auch noch einer. Ey, wie viele Leute gibt's hier? Ach, die machen wir eben noch, oder? Nimm dich für Hochspannung in Acht. Ja, die machen wir eben alle drei noch. Dann wird dieser Part halt ein bisschen länger. Macht ja nichts. Scheiß drauf, was soll ich denn erst bepflanzen? Wir machen den jetzt einfach fertig. Guck, so einfach geht das. Ja, es ist natürlich wieder so ein bisschen langweilig, aber ich kann es nicht ändern. Ja, 25 schon mal gut. Magneton auf Level 18, ist das überhaupt möglich? Ich fürchte, der wird jetzt mit ein paar KP-Punkten überbleiben. Ja, rot ist er schon mal. Paralysiert. Wieso? Ich weiß wieso, aber ich will das nicht. Geh weg. Nein. Oh, Gott sei Dank. Ah. Au, der Funke ist übergesprungen. Ich mache mich besser wieder an die Arbeit. So, das ist jetzt noch so ein Gambler. Gegen den müssen wir irgendwie kämpfen. Wir setzen jetzt mal Uranus ein. Da oben ist bestimmt noch so ein Teenager. Haha, bisher habe ich noch nie verloren. Bist du irgendwie der böse Zwilling oder so von dem anderen da oben, diesem Knilch? Oh. Uranus, du bist nicht der Richtige dafür. Die Richtige. Wie auch immer, du hast kein Geschlecht in diesem Spiel. Schon so ein bisschen traurig irgendwie. Och ja, solange der hier keine Elektroattacken einsetzt, ist das alles relativ Wurst. Ach komm, wir machen den Teenager auch noch. Wir sind jetzt bei 19 Minuten, das passt schon. Ich denke, Uranus packt das auch so. Solange die alle nur so alberne Attacken einsetzen, kann Uranus ja auch nicht viel zu befürchten. Na, Level 23, wer sagt's denn? Es gibt immer ein erstes Mal. Wie war euer so? Das war purer Zufall, nichts als Glück. Ja, das hat der andere da oben auch schon gesagt. In meiner Klasse bin ich der Beste. Na, wie schön für dich.
Ja, ich kann jetzt zu diesem Grand. Nein, zu diesem tollen Radfratzkampf hier auch wenig sagen. Ich kann euch was zum Wetter sagen. Das war heute echt scheiße. Sehr kalt und windig und es war am Pissen und es war eigentlich einfach nur Kacke. Und ja, ich bin froh, dass ich hier drin bin, wo es warm ist und ich habe meine total coole neue Panda-Jacke an. Ich muss da echt mal ein Foto von machen. Die ist so cool. Der Bubu liegt oben auf seiner Kiste, der Nino liegt im Bett und alle sind ganz tief und fest am Schlafen. Die Meerschweinchen wahrscheinlich auch. Wobei die nie so wirklich schlafen. Irgendjemand wuselt da immer rum. Besiegt. Ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Ja, vielleicht solltest du das tun. Aus den Bergen steigt manchmal ein dickes Pokémon herab. Er ist sehr stark. Versuche es zu fangen. Ja, ist ein Relaxo, richtig? Achso, das hatten wir schon. War hier jetzt nicht irgendjemand oben? Ja. Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, ihnen allen Spitznamen zu geben. In Lavandia ist ein Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Er nimmt auch Namensänderungen vor. Ich suche nach Nidorino. Hast du es? Nein, ich hab's nicht. Oh je, wenn das so ist. Dann nicht. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisgehilfe. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Also stehen die hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Keine Ahnung. Oh, du hast erst 22 gefangen. Du benötigst 30, um das Geschenk zu erhalten. Was ist das für ein Geschenk, wenn ich dafür erst arbeiten muss? Schöne Geschenke. Naja, ihr Lieben, wir haben jetzt 22 Minuten rumgekriegt und ich würde sagen, wir machen den Schnitt und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!